Komm doch. Okay. Also. Ich hätte es wissen müssen. Ja, ich würde sagen, mir geht's gerade gut. Ich habe so ein bisschen gemischte Gefühle. Deswegen ja, sagt man ja so schön, es gibt ein weinendes Auge und ein lachendes Auge. Super. Super. Ich wünsche euch frohe... Okay. Stabil. Okay, das geht ja. Ja. Danke. Ich glaube, Titel sind immer was wahnsinnig Schönes gewesen. Ich glaube, jeder Titel war auf seine ganz eigene Art und Weise besonders prägend. Ich denke gerne an meine erste Meisterschaft zurück. Das war leider unter Ausschluss der Fans, weil es die Corona-Meisterschaft war. Ich könnte ganz, ganz viele Ampelrunden aufzählen nach Pokal feiern. Und es war einfach, ja, ich glaube, da könnte ich jeden Titel irgendwie nennen. Aber für mich gibt es ganz viele Highlights auch neben dem Platz. Ich habe ganz, ganz viele tolle Menschen kennenlernen dürfen. Ja, nehme auch gerne Kulla als Beispiel, der irgendwie das Herz und die Seele des Vereines ist. Und der mich gerne auch mal erschreckt hat. So diese kleinen Momente gewesen neben dem Platz, die wirklich dafür gesorgt haben, dass man gerne zur Arbeit kommt und einfach Zeit mit den Mädels und dem Team drumherum verbringt. Und es ist einfach was ganz Besonderes hier und das würde ich tatsächlich als großes Highlight nehmen, ja, weil man das, was man so liebt, dann noch mal lieber macht. Leverkusen 7:1 abgefertigt und jetzt Felicitas Rauch mit dem nächsten Tor. Wunderschön. Das sollte genau so sein. 4:1. Man hat sehr, sehr viele enge und gute Freundschaften geschlossen, aber auch mit dem Team drumherum. War es immer irgendwie schön, zusammenzuarbeiten mit euch. Genauso gut. Ich glaube, Medientermine waren nie Termine, weil es irgendwie immer auch Spaß gemacht hat und immer was Neues war. Ich hätte es wissen müssen. Ich hätte es wissen müssen. Ich mache nichts mehr hier. Ich mache überhaupt nichts mehr. Und dann stehe ich wieder hier. Gehen zwei Kurze in die... Nee, warte, wie ging der? Svenja Huth und Eva Pajor an der Bar. Zwei Kurze. Das sehe ich, aber was wollt ihr trinken? Der war in Österreich, das war mein erstes Trainingsheim im VfL, da ging über Svenny und Eva, der hat mich ins Ausgeschossen. Oh. Wirklich, Felicitas? Wirklich? Bei dem Witz lachst du? Ja. Ja, der war sehr gut. Ich glaube, viele, die hier sind, die kennzeichnen sich dadurch, dass sie gerne mal über den Tellerrand hinausblicken und so war es dann auch bei mir, einfach dahingehend mich zu engagieren, weil es was von tief von innen kommt und ja, so diese wirklichen Dinge des Lebens einfach sind und ich da eine wahnsinnig prägende Momente hatte, auch mit dem Kili zusammen und da einfach was zu tun, aber auch selber ganz viel für sich rauszunehmen und wirklich auch zu lernen, von Kids zu lernen, denen es einfach nicht gut geht und da wirklich vielleicht auch ein bisschen was zurückgeben zu können, ist einfach wahnsinnig schön. Und ja, dass das hier möglich ist, das zeichnet den Verein ja auch wieder aus, dass da wirklich kurze Kommunikationswege sind, dass man das schnell irgendwie auf die Beine stellen kann. Und ja, war einfach wahnsinnig schön, dass man das so mitgestalten konnte. Man muss manchmal aus der Komfortzone raus, um sich weiterzuentwickeln. Und dieses Gefühl spüre ich gerade. Das ist aber trotzdem auch ein wahnsinnig wertschätzendes Gefühl, weil ich einfach mich sehr, sehr wohl hier gefühlt habe. Und wie du schon sagst, so Wolfsburg einfach zu Hause geworden ist. Weil Wolfsburg, was es auszeichnet, ist dieses Familiäre einfach, dass man wahnsinnig enge Kontakte hat. Und natürlich werden einem die fehlen, aber man ist ja auch nicht aus der Welt. Ja, ich möchte mich einfach nur ja, bedanken. Ich glaube, ich habe mich vom ersten Moment, an dem ich hier war, wirklich wahnsinnig wohl gefühlt.
Ich wurde mit offenen Armen empfangen. Ich erinnere mich gerne an mein erstes Spiel zurück im AOK-Stadion. Den Weg, den wir gemeinsam gegangen sind, dann irgendwie vor ausverkaufter Hütte in der VW-Arena gespielt haben, da Barcelona weggefegt haben oder Chelsea. Das sind alles so Highlights, die ich mit euch erleben durfte und mich immer wahnsinnig wertgeschätzt gefühlt habe von euch, aber auch vom Team drumherum. Hier wirklich eine super Arbeit geleistet wird und egal wo ich hingehen werde, immer nur positiv vom VfL sprechen werde. Ja, und jetzt muss ich kurz ein bisschen schlucken. Aber ja, es war einfach eine wahnsinnig schöne Zeit. Ja, ich möchte keinen Moment missen, wünsche euch nur das Allerbeste, dass es dem VfL gut geht, dass ja, alle weiter so engagiert bei der Arbeit bleiben, wie sie es tun. Und da bin ich guter Dinge, dass es dem VfL auch weiterhin gut gehen wird. Und ja, Ecke, 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 Tor, 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 würde ich sagen. Jetzt mache ich wirklich nie wieder was.